Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peterkin. Heute wollen wir den gewinnen, Leute. Wir brauchen heute einen Sieg, Leute. Wir brauchen heute ein, so, der Sieg ist heute so wichtig, Leute. Das Problem ist, dass man Hudson Odoi verletzt ist, Leute. Das ist halt unser kleines Problem, dass er halt verletzt ist, Leute. Und jetzt müssen wir eins machen, wir müssen heute ein gutes Spiel gewinnen spielen, ja, wir brauchen heute Siege, Leute, weil Dortmund ist weit nach aufgerückt, Leute, die sind bei 42 Punkten, wir sind so bei 35 Punkten, das sind halt schon ein hoher Rückstand, wir haben halt viele Spiele nicht gut gespielt in der letzten Zeit, Leute. In der Bundesliga läuft's halt noch nicht so gut in der Bundesliga. Zurzeit haben wir ein bisschen, seit der Winterpause ein bisschen, haben wir da ein wenig die Arschkarte ein bisschen gekriegt, Leute. Aber wir werden jetzt unser Bestes geben, Leute. Unser Bestes versuchen schaffen wir heute hier in uns. Für eine Waldspende bedankt sich unsere Jugendabteilung beim Restaurant Schröder. Wir müssen, Leute. Wir müssen heute alles geben, Leute. Gegen Union. Wir brauchen jetzt den Sieg, Leute. Die neue Saison passiert jetzt. Jetzt geht's in die neue Saison, Leute. Zum Ende der Rückrunde. Hämmer, Vorrunde. Hämmer, ein wenig Probleme gehabt. Wir müssen wieder unsere Spiele gewinnen, Leute. Wir müssen unsere Spiele wieder gewinnen, Leute. Bundesliga funktioniert. So, DFB funktioniert, aber in der Champions League funktioniert es am besten, Leute. Da funktioniert es am besten, aber in der Bundesliga, da wo wir den Titel gewinnen wollen, da funktioniert es noch nicht, Leute. Leider, und das ist unser großes Problem. Und die haben ein gutes Team, Leute. Ja, Max Kruse natürlich mega gut. Union kämpft hart, um mit hier beizukommen. Aber wir haben die Mannschaft dafür, Leute. Upamecano wird langsam besser wie Alaba, Leute. Alaba, er wird besser langsam, Leute. Da Upamecano ist jetzt langsam gut, Leute. Den müssen wir jetzt langsam aufbauen, Leute, glaube ich. Den müssen wir jetzt aufbauen. Und Lewandowski kämpft um den Torjägerkrone. Um die Torjägerkrone, Leute. Das ist unser Ziel, die Tor. Liebe Zuschauer, hier im Stadion an der Alten Försterei holen wir uns heute den Sieg. Und was halt am Ende des Jahres mit Neuer ist, werden wir sehen, ob er aufhört oder noch weiter spielt. Wenn er aufhört, müssen wir uns einen neuen Tormann. Und dann müssen wir uns fast komplett mit dem Tormann, Geld für Tormann gucken, Leute. Dann wäre es ideal Donnarumma eigentlich, Leute. Donnarumma wäre eine mega Option, Leute. Oder ein besseres Ding wäre, Lewandowski, schade. Lewandowski, ist gestartet, aber nicht richtig, Leute, nicht richtig gestartet. Leider. So, ruhig. Oh Gott, was war denn das für ein Pass, Leute, Union, oh, ein Megapass. Erste Top-Chance für Union. Erste Top-Schuss für die erste FC Union Berliner. Und es ist ein Vorteil, dass Kingsley Coman wieder dabei ist, Leute. Und Lewandowski ist wieder da, Leute, wo ein Stürmer stehen muss. Da muss ein Stürmer stehen, Leute. Lewandowski. Und die Spiele müssen wir weiter so ziehen, Leute. So müssen wir weiterspielen. Dann haben wir noch eine
Dann haben wir eine Chance um die Meisterschaft, Leute. Dann haben wir vielleicht noch die Chance, um den Titel zu verteidigen, Leute. Es wird schwer, die Saison, aber es ist noch machbar, Leute. Wir müssen halt die nächsten bis zum Ende eigentlich alle gewinnen. Wir müssen auf Sieg spielen, Leute. Wir müssen auf Sieg spielen. Tor für Bayern München. Wir müssen auf die Sieg Nummer spielen. 9, Robert Lewandowski. Wir müssen auf Sieg spielen, Leute. Auf Sieg wäre wichtig. Wir müssen auf Sieg spielen, Leute. Wir müssen Lewandowski ein bisschen unterstützen jetzt ein bisschen. Abseits, war Abseits. Ja, nicht meckern, das war Abseits. Ja, guck, Leute. Alter, es war aber richtig knappes Abseits, Leute. Es war sehr knappes Abseits, Leute. Und wir führen 2-0. 2-0. Wir müssen die Mannschaft einfach so nehmen. Wir haben eine gute Mannschaft, aber wir müssen einfach die Spiele geben. Oh, Alter, was war das, Leute? Was war mit Gnabry da, Alter? Was war das für ein Mainer? Wir müssen Tor für München. Die Nummer 18, Leon Goretzka. Oh, Alter, Lewandowski. Oh, junge Mann. Alter, was für ein Pech, Leute, was für ein Pech. Was für ein Pech von Lewandowski, Leute. Was für ein Pech wir haben, Leute. Durchsage für Herrn Michael Bukowski. Michael Bukowski, an Ihrem Auto brennt noch das Licht. Ich wiederhole, an Ihrem Auto brennt noch das Licht. Vielen Dank. Es geht heute um den Sieg, Leute. Ruhig bleiben, weiterspielen, immer weiter nach vorne. Immer nach vorne, Leute, immer nach vorne.
Und das dritte Tor für den FC Bayern München, Alter Schwede. Alle so Spiele müssen wir jetzt durchgehen, aber es wird wahrscheinlich schwer, die Spiele so durchzuhalten, die Saison, Leute. Es wird wahrscheinlich sehr schwer, die Spiele durchzuhalten, Leute. Es wird sehr schwer, die Spiele durchzuhalten, so. Aber das müssen wir fast schaffen, Leute. Sonst wird es sehr schwer gegen Dortmund, Leute. Wenn Dortmund gewinnt, die und Gnabry geht wieder ran, Lewandowski geht nicht. Alter, und Lewandowski macht sein drittes Tor, Leute. Wow, Alter. Junge Lewandowski. Alter, Lewandowski, Alter. Junge, er will den Rekord aber wirklich knacken dieses Jahr. Leute, er will den Rekord aber wirklich diese Saison, Leute. Er will ja den Rekord aber wirklich, Leute. Da will den Rekord aber richtig. Junge, da ist, da will heute, Lewandowski will wirklich den Titel. Er will die 40, die wir ja auch schon immer in unserer Karriere geknackt haben, Leute, die 40. Wir haben es mal gepackt, Leute. Wir haben die 40 geknackt, Leute. Wir haben die 40 geknackt schon mit Lewandowski. In FIFA 20 haben wir es auch mal geschafft, Leute. Aber was ist gerade los, Leute? Alter, es funktioniert einfach so gut, Leute. Ja, aber Junge, die ist Alter, Union kann, spielt gar nicht mehr mit Union. Union spielt heute einfach nicht mit, Leute. Die erste Hälfte ist ja schon. War nicht mal gut. Die erste Runde, Alter, wir könnten fast wirklich ends überlegen, was wir da wechseln wir in der zweiten Hälfte Spieler oder lassen wir die noch ein bisschen spielen, Leute. Wir schauen mal, wer ein bisschen müde ist, Leute. Wer ein bisschen angemüde Dortmund unterschiede. Es ist noch keiner müde, Leute, es ist mal gut. Mit Lewandowski ist so ein bisschen unser Ziel, jetzt in den nächsten Spielen zu mehr Tore zu machen, dass wir vielleicht zum Ende der Saison alle das machen ein bisschen Puffer hin, Leute, für zum Ende der Saison, Leute. Dass man ein bisschen Puffer hin nach zum Ende der Saison, Leute. Man weiß ja nicht. Das ist das Ding, man weiß halt nicht am Ende der Saison.
Alter, war das mit das war heftig mit Gnabry, aber keiner steht halt so. Mal Gnabry war halt nicht so gut dran. Mit Gnabry, ja, mit Gnabry war ja hinter gut. Lewandowski wird heute, ich denke Lewandowski wird nach wieder. Oh, Alter, was? Zakaria wechselt zu Madrid, alter Schweden. Alter Schwede, Zakaria wechselt. Aber es ist auch ein Vorteil, Kleine, dass Kingsley Coman wieder im Team ist, Leute. Kingsley Coman ist unser eigentliches Top-Spiel. Kingsley Coman ist halt der Spiel. Kingsley Coman ist halt unser Spiel, der das Spiel eigentlich macht, Leute. Der halt unser Spiel aufzieht, Leute. Das Spiel hochzieht. Union. Der halt die Temp, das Spiel halt macht, Leute. Das ist halt wie. Das Spiel halt macht, Leute. Der halt unser Spiel macht, Leute, Union. Wer das Spiel halt macht, Leute, das ist halt wichtig. Das heißt, wir müssen für Wien, für Sommer vielleicht ein Spieler neuer, wenn er wirklich aufhören sollte. Das ist halt, wenn er hört er wirklich auf, endlich. Weil letztes Jahr hat er ja aufgehört, Leute. Ich glaube, Leute, letztes Jahr hätte er vielleicht aufgehört, wenn er den Champions League-Titel gewonnen hat. Letztes Jahr hätten wir vielleicht den Titel. Ja. Hätten wir vielleicht einen Spieler weniger. Aber wir schauen einfach mal. Wir schauen einmal, was passiert, Leute. Na schon. So, Leute, jetzt werden wir unseren ersten Wechsel machen. Wir machen Kingsley Coman wird rausgenommen. Sané. Lewandowski tun wir raus. Und wen nehmen wir noch raus? Bisschen Leon. Ja, so ein bisschen. So, ja, Müller lassen wir heute, weil das Spiel ist heute nicht so, dass man defensiv. Simone Tolla. Tonali, das war auch cool, wenn man Simone Tonali denn zum Backup für, ja, dann haben wir jetzt sozusagen zwei Backups eigentlich. Für jede Position eine Position. Kim, ja. Und die Wölfe führen, okay, die Wölfe führen. Die Wölfe führen, okay. Und dann das nächste Spiel geht gegen die Wölfe, Leute. Das nächste Spiel geht gegen die Wölfe, Leute. Gegen die Wölfe. Und er ist einfach eine Maschine. Er ist die Maschine, Leute. Friedrich ist unsere Maschine zurzeit. Er ist unsere Maschine zurzeit. Er ist einfach die Maschine zurzeit. Und es ist immer mehr wahrscheinlich, dass man
im Sommer den Argentinier verkaufen werden. Das sieht danach aus, wir verkaufen den Argentinier. Es kann sein, dass wir den Argentinier verkaufen werden im Winter. Das kann sehr gut sein, dass wir ihn verkaufen. Es kann schon gut sein, dass wir nächstes Jahr ihn verkaufen. Oh, Pech für Friedrich. Ja, Friedrich ist, finde ich, ist langsam wird eine Maschine aller Leute im Sturm, Leute. Friedrich wird eine Maschine. Wenn er so weitermacht, wird er bei uns eine Maschine, Leute. ...7-0 Firma, aber wir sind halt immer noch hinten dran, ja. Und jetzt geht's wieder mal nach vorne, der Sturmangriff. Okay, wie sieht's aus, wie sieht's aus? Ja, gut, Davis, jetzt schon wieder aufs Knie. 8-0, Leute, Bayern München ist wieder da, Leute. Zum Beginn der Rückrunde ist der FC Bayern wieder im On the Floor, Leute. On the Floor, Leute. On the Floor, Leute, on the Floor. 8-0. Es könnte aber 8-1 sein, die Tordifferenz könnte vielleicht am Ende der Saison 8 Ausgangspunkten müssen. Könnte 8 ein Ding werden, zum Ende der Saison, Leute. Schade, nicht gut, aber noch, es ist jetzt, zu Null wäre jetzt auch wieder mal wichtig, Leute, zu Null gewinnen. Zu Null gewinnen wäre jetzt mal wichtig für die... Für die Abwehr wäre es auch mal wichtig zu Null gewinnen, Leute. Zu Null gewinnen. Und bei der Bayern gewinnt 8-0. Top-Spiel. Sehr wichtige 3 Punkte.
Und Lewandowski wieder Spieler des Tages, noch mit Paul Toren. Junge, Junge, macht das ein will er den Rekord knacken? So, wir haben den immer schon einmal geknackt haben. Wir haben den Rekord schon einmal geknackt, Leute. Wir haben ihn schon mal geknackt. Wir haben ihn schon mal geknackt, Leute, den Rekord. Und Dortmund Punktunterschiede. Das sieht. Wir machen auf Wolfsburg und Bayern auf Dortmund 2 Punkte auf Vorsprung. Es ist sehr wichtig, die 3 Punkte. Und zunächst mal danke, und die 3 und die 8 Tore natürlich noch besser. Er ist einfach die Maschine, Sam. Er ist die Maschine, Leute. Er ist eine Maschine. Und es hilft uns, dass wir Lewandowski im Team haben. Und Friedrich natürlich auch noch, Leute. Es lief einfach viel besser, Leute. Ja, wir waren Männer. Genau. Wir müssen die Mannschaft ein wenig pushen, Leute. Es geht um die Meisterschaft, um den Punkt, um den deutschen Meistertitel, Leute. Ja, heute tun wir die jetzt richtig. Die müssen jetzt auch ein bisschen gelobt werden heute. Und es ist noch mehr drin, Leute. Wir haben eine Substanz, Leute, das Ding zu rocken. Wir haben die Mannschaft. Wir könnten hier besser werden. Aber wir müssen halt eins sein, Leute. Wir müssen eins sein. Wir müssen einfach schön spielen. Das ist wichtig. Einfach so weiter spielen, so weiter. Was für ein. Okay, Finanzen sind für. Okay, hier. Das ist ja. Das ist halt lange gestärkt und vor allem Südamerika. Was das mit Südamerika ist, das verstehe ich jetzt echt nicht, was das mit Südamerika ist. Und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle. Und wir sind. Wir haben gut. Oh, es sieht gut aus. Okay, es sieht noch nicht schön aus, aber wir haben es gut hin. Krank. Gravenberg. Wir haben Ödegaard, Leute. Delegieren. Schauen wir mal, weil ich weiß nicht, ob man Grafenberg spielen wird. Das ist überlegen, ob Grafenberg mir spielen werden, Leute. Upamecano müssen wir wieder ein bisschen hochpushen, Leute. Jetzt geht's gegen Leverkusen. Gewinnen wir gegen Leverkusen, es wäre halt wichtig, gegen Leverkusen zu gewinnen. Es wäre wichtiger Sieg gegen Leverkusen. Hoffenheim ist dran. Okay, Hoffenheim ist dran. Okay, schauen wir mal kurz. Er wurde zurückgenommen. Okay. Lassen wir, Leute. Guck mal, ob der so mit 62 ist nicht schlecht, Leute. Weil wir haben ja Ödegaard, haben wir ja im Team Müller haben wir. Und so, wir haben ja dann, wir haben ja zwei Spieler, Leute. Das ist ja das Ding, wir haben ja zwei Spiele, Leute. 82? Okay, es wäre eine Option, Leute. Es wäre mal eine Option. 40 Millionen Freigabe, so wir gucken einfach mal. Wir schauen an. Aber gegen Leverkusen spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.